Wahrscheinlich da war, doch meinte ich da, wo ich mit dem Pferd den Blödsinn gemacht habe und gestorben bin. Autsch. Wahrscheinlich eine Mücke, die mich gestochen hat. Dieses elendige Biest. Uff. Knapp, aber erreicht. Nope. Ich möchte einfach mal kurz hier umher schauen. Ob vielleicht hier irgend... Ja gut, hier ist... dieses kleine Schätzelein, aber nicht das, was ich suche, nämlich den lieben Cluster 6. Nein! Boah, das war jetzt knapp. Schon gerne wissen, wo das ist. Hier sehe ich noch nichts. Wo könnte sich... Also ich... Aktuell habe ich das Gefühl, okay, es müsste irgendwo außen wie an einer Wand sein. Das ist das, was ich jetzt aktuell denke. Deshalb bin ich auch hier so am Rande, am Umherhüpfen. Okay. Eher Semi, ne? Nee. Komme ich jetzt noch hinauf? Vielleicht, ja. Also bis hier schon mal. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo genau liegt das? Da sehe ich schon mal eine Truhe. Die kann man mal mitnehmen. Aber es ist halt nicht das, was wir eigentlich suchen. Nämlich das Geheimnis. Nein! Oh. Okay. Jetzt sind wir einmal eigentlich rundum. Das heißt, es muss irgendwo weiter oben drin sein. Weil unten haben wir es ja nicht gefunden. So, mal kurz das wieder aufladen. War jetzt auch nicht Sinn und Zweck, den zu rufen. Auf dem... Nein, nein. Das sind... glaubst du, die Kaserne. Das ist... Pferde... Wo kann... der Kollege sein, das ist ein
Banner. Da oben. Ja, ich weiß, dass du da nicht hochkommst. Aber ich möchte den Cluster noch machen. Und dann vielleicht noch die Diebesmission. Und dann können wir das als einen, eigentlich würde ich sagen, gelungenen Tag abbuchen. Nein! Oh, Ezio! Echt jetzt? Sonst springst du ja gerne mal hoch und heute nur runter, oder wie? Ich muss, wie muss ich denn? Eigentlich muss ich wieder rundum und wieder hoch und rüber und diesmal nicht runter. Also manchmal kannst du es dir eigentlich nicht ausdenken, wie Ezio die Entscheidungen trifft. Nein! Das war jetzt meine Fehlkalkulation. Ich muss, glaube ich, ganz nach oben und dann von oben wieder ein Stück runter auf einer anderen Stelle. Und dann würde es funktionieren. Ich möchte zu sehr versuchen, direkt ranzukommen. Das ist so meine Befürchtung. Yes. Cluster 6. Laden. 90% Input fehlen. Output irreführend. Abschalten. 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 Tief. Gefangen. Laden. Wichtige Männer freundeten sich mit Russland an, als der eiserne Vorhang weggeblasen wurde, aber der einflussreichste Genosse kam nicht ins Scheinwerferlicht. Der einflussreichste Genosse. Oh. Einflussreichste Genosse. Okay, was könnte... Also irgendwas haben wir mit einem Lied. Also... Ungültige Koordinaten.
ungültige Koordinaten. Wer ist dann der Mächtigste? Das muss ich jetzt so ein wenig ausfindig machen, weil Kalter Krieg, das ist jetzt nicht gerade mein Spezial. Irgendwas. Ungültige Genosse. Also das heißt, es müsste ja meines. Weggeblasen ist komisch. Vielleicht hat 16 die Formulierung nicht ohne Grund gewählt. Und was mit dem Ende? Ich sehe keine Lichter in den Bildern. Vielleicht ist es nicht wörtlich gemeint. Weggeblasen. Da. Templerkreuz. Kurz gesehen und dann macht es plötzlich wieder Sinn. Schlüssel 34, 20, 13, 33. Würdest du jetzt 34 ist die 9. Dann wäre die 5 eine Unbekannte. 0, 9, 13, oh, 42, aber 2 mal 42? Wie soll denn das gehen? Gibt's irgendeine Rechnung, die wir mit Hilfe da lösen können? Ich sehe gerade nichts. 24. Nee, es wird immer größer. 09, 13, 13. Dann würde ich eine 13 nehmen. Oder eine 18 könnte es auch sein. Wenn die Ah, okay. Dann wäre es eine 20, ne? Gibt's eine 20? Ja. Wenn die 20 auf die 4 geht, dann wäre eine 6 eine 27. Geht die 13 auf die 1? Auf die 7? Ja. Ist die 1 nicht die 20? Etwas zwischen 27 und 34. Ne, 33, ne? Könnte es sein. Dann wäre die 33 auf der 2. Dann ist die 8 eine 13. Yes! Laden. Mr. Chelsea, ich schreibe diesen Brief, um dazu zu ermutigen, zur Tat zu schreiten,
Man bekommt nicht oft eine solche Gelegenheit. Gorbatschow hat nicht unsere Interessen im Sinn. Er betreibt die Privatisierung viel zu langsam und ich befürchte, dass er sie überhaupt nicht durchführen will. Ich weiß, dass Sie ähnliche Bedenken geäußert haben. In diesem Sinne mache ich Ihnen ein Angebot, um die Situation zu bereinigen. Viele meiner Top-Berater in der Firma verfügen über eine monetäre Verbindung zu den Kommunisten der alten Garde. Sie sagen mir, dass leicht ein Aufstand angezählt werden könnte, während Gorbatschow abwesend ist. Wenn Sie einen Versuch, das Parlament zu übernehmen, vor den Augen der Medien niederschlagen könnten, könnte das die Machtverhältnisse sehr wohl zu Ihren Gunsten verändern. Rufen Sie mich in der Nummer 10 an, wenn wir uns weiter darüber unterhalten sollen. Okay. Laden. Mhm. Das macht ja wenig Sinn. Das ist, ne? Ne? Nee. Nee, hä? Dann wäre der falsch. Nee. Der wäre falsch. Und jetzt müsste ich das Gegenpol. Nee, das passt doch auch. Hä? Irgendwas. Aber wenn wir so machen, dann bräuchte ich einen, der so, aber das würde ja nicht gehen. Das würde ausgleichen, aber nicht passen. Kann ich auch mehr als zwei? Ja, natürlich kann ich mehr als zwei. Okay, wenn ich die so mache. Ne? Jetzt bräuchte ich. Aha. Dann bräuchte ich den draußen. Oder den. Nein, den drin, den draußen. Dann würde er nur noch. Ah, welche ist falsch? Oder welche zwei besser gesagt? Den raus. Den raus. Nein, den brauche ich. Aber wenn ich den mache, dann kommt er ja nicht an. Nein, den auch nicht. Den, nein. Nein, 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 den brauche ich. Den brauche ich. Es fehlt ja nicht viel. Es ist einfach das Letzte. So. Dann
Das würde dann... Ah, es ist immer das Letzte. Nee, das ist... Den und den rein. Den... raus. Ja. Alpha Bank. Ich rufe an im Auftrag von British Petroleum. Ja, wir haben Ihren Anruf erwartet. Wie Sie wissen, sind wir sehr daran interessiert, Zidanka Oil zu kaufen. Und wie Sie wissen, ist dazu eine Fusion mit unserer Bank erforderlich. Das sollte kein Problem sein. Waren Sie überrascht über den niedrigen Preis? Ein wenig. Sie wissen, dass wir das Volk zahlen lassen. Die Regierung gab uns ihre Steuergelder, um all die Firmen zu kaufen. Wir möchten so schnell es geht da rausfliegen und die Einzelheiten besprechen. Donnerstag ginge. Gut. Danke für Ihre Zeit. Dos vedania. Abstergo Industries? Ich rufe im Auftrag von BP an. Wir fliegen nächste Woche nach Russland, um den Deal abzuschließen. Unsere neuen Kapitalistenfreunde da haben reagiert wie erwartet. Ich sag Bescheid. Danke. Laden. Obwohl diese Figur einen Ritter symbolisiert, entlarven ihn seine eigenwilligen Aktionen als Fälschung. Als eine Fälschung. Obwohl diese Figur einen Ritter symbolisiert, einen Ritter als Fälschung. Der würde den nehmen. Der ist gelockt. Laden. Quarantänezone. Ah. Putin, der Kriegstreiber, das könnte Gorbatschow sein. 1999, Jelzin sorgt dafür, dass sein Protégé Wladimir Putin sein Nachfolger wird. Ja, das... okay, es geht auf Zeit. Quarantäne aufgehoben. Fehlt wahrscheinlich nicht mehr viel, ne? Ja. Nee. Bitte nicht. Gut,
da sehe ich noch eine Flagge. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Einmal rüber. Gut. Dann irgendwo noch eine kleine Schatulle. Hier oben. Ja, ich habe das Flackern gesehen. Kaffeeboden. Dann wäre natürlich jetzt noch die Diebesaufgabe. Und dann können wir ganz beruhigt uns dem heutigen Feierabend widmen. Nee, nicht geklappt. Nein, ich muss da rüber. Ja. Wahnsinnig agil. Gut. Ja. Mit wem habt ihr trainiert? Bene, alla vola. Okay. Ein wenig falsch, aber okay. Ezio, man erzählte, dass ihr kommt, aber ich konnte es nicht glauben. Die Cento Occhi haben uns zum Kampf herausgefordert. Leicht gesagt für sie, sie sind ja klar in der Überzahl, aber mit euch rechnen sie nicht. Sie werden bald kommen. Seid bereit. Gleich beginnt ein Handgemenge. Den Cento Occhi muss eine Lektion erteilt werden. Den Kampf überleben, ohne dass Diebe K.O. geschlagen werden. Au! Und 100% Synchronität. Nice! Ja gut, wenn die so rumliegen. Ja, liebe Freunde, dann war's das mit dieser Aufnahmesession. Ich münz mir da noch eins zusammen. Das ist ganz okay, finde ich. Und dann würde ich noch einmal kurz bei einem Taubenschlag vorbeischauen, um einfach ja mal kurz Kopf rausstrecken, um zu schauen, was ja, was die so getrieben haben. Und danach sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Dann hoffentlich ohne Krankheitsunterbrüche.
sondern wieder wie gewohnt. Einmal täglich Assassin's Creed, einmal täglich Kingdom Come Deliverance zum aktuellen Zeitpunkt. Einmal Anno und einmal Dragon Age 2. Und wo ist jetzt der Taubenschlag? Ich bin sicher wieder in die falsche Richtung gegangen, ne? Würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn das so ist. Na, sei es drum. Ist vielleicht einer hier vorne? Eigentlich zeigt es mir einen hier irgendwo an. Sieh. Wahrscheinlich irgendwo hinter dem Schiff, ne? So, schwimmen, schwimmen, immer nur schwimmen, schwimmen, immer nur schwimmen. Ja. Da drüben, dann... Ja. Wo ist jetzt... Nett. Ah, da ist das als Schiffanlege, okay. Gut, vorlesen tue ich nicht. Ich mache einmal so bam, 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 bam. Gut, aufrüsten. Ein wenig Rüstung mehr, das haben alle gern. Oder ein bisschen... Ja. Waffen und Rüstungen. Die einen kriegen zum ersten Mal irgendwas. Gut, der hat noch 0. Die letzten 3 Plätze sind noch belegt. Dann Aufträge. Ich starte mal Paris, meinte ich. Nein. Moskau. Da hätten wir noch... doch. Einmal. Dann bitte ihn. Dann ist er. Und den Rest kann ich in 2er Aufträge, wenn es welche hat. Da. Einmal und zweimal. Das ist ein bisschen viel. Eingabe. Den 2er und hier noch den 3er. Nein, warte mal. Dann schaue ich lieber noch 3er Missionen. Einmal. Okay, den müssen wir so machen, dass das mit Sicherheiten abgeschlossen wird. Das sind die 3er sind da. Ja. Ja, komm, ich versuch's mal mit 97. Gut. Also, liebe Freunde, das war's für heute, für diese Aufnahme von Assassin's Creed Brotherhood. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und Däumchen. Wenn nicht, einen lieben Kommentar, wie und was ich besser machen kann. Ich bin auch gespannt, ob ihr mir beim Cluster 5 Rätsel mit der Codierung noch
einen vernünftigen, logischen Grund nennen könnt, wie das berechnet wurde. Ja, bis dahin, habt eine wundertolle, wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Marvin, euer Ezio. Tschüss.